Gehörst du auch zu den Frauen, die an sich gar keine Wechseljahrsbeschwerden hat? Dann sage ich erstmal herzlichen Glückwunsch. Das ist natürlich super. Ich höre das auch immer wieder in meinen Beratungen mal oder auch bei Freundinnen, dass sie sagen, also Wechseljahre, ich merke gar nichts. Ich gehe da einfach so durch, wunderbar. An sich ist das wirklich toll, aber ich hake da immer ganz gerne sehr genau nach, weil die Wechseljahre bestehen nicht nur aus den Leitsymptomen, Schwitzen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, ausbleibende Menstruation, vielleicht auch unregelmäßige Menstruation. Das sind, wie gesagt, nur die Leitsymptome, was einfach nur zum Ausdruck bringt, dass das die Symptome sind, die am häufigsten vorkommen. Es gibt aber unzählige andere Symptome. Ja, Gelenkschmerzen, Gehirnnebel, Müdigkeit, Migräne. Es gibt so viele Symptome, die gar nicht auf den ersten Blick unbedingt mit den Wechseljahren in Verbindung gebracht werden von den Frauen und die vielleicht auch von anderen Beschwerdebildern überlagert werden, weil du bist ja nicht ein Roboter aus Einzelteilen, ja, dass du eine Leber hast, Sexualorgane, ein Gehirn, sondern das wechselwirkt ja alles miteinander und manchmal überlagern sich da die Beschwerden auch. Und der nächste Punkt, der mir noch viel wichtiger ist, ist unabhängig davon, ob du Beschwerden hast oder nicht, es ist ja oft auch eine persönliche Bewertung, wie ich mit den Symptomen umgehe, aber unabhängig davon ist festzuhalten, dass bei jeder Frau die Hormone, die Hormonproduktion abnimmt, auf lange Sicht gesehen. Also wir befinden uns alle ab einem bestimmten Alter im hormonellen Sinkflug. Und das hat weitreichende Folgen. Und von daher ist mir das so wichtig, darauf hinzuweisen, dass du bitte, auch wenn du keine Beschwerden hast, es dir soweit gut geht in der Lebensmitte, dass du trotzdem mal im Alter zwischen 40 und 50, vielleicht 45 und 50, deinen Hormonspiegel checken lässt. Weil die Hormone in unserem Körper nicht nur die weiblichen Sexualhormone nicht nur dafür da sind, dass du dich fortpflanzt, was vielleicht irgendwann nicht mehr so relevant für dich ist, sondern sie sind dafür da, dass Stoffwechselvorgänge reibungslos funktionieren, weil auch die Hormone nicht einzeln für sich zu sehen sind. Du hast hier ein Östrogen, da ein Progesteron, sondern die wechselwirken miteinander, werden teilweise ineinander umgewandelt und haben eben auch mit anderen Hormonen im Körper wie Schilddrüsenhormone, Stresshormone einen direkten Zusammenhang. Und wichtige Körperfunktionen, wichtige Organfunktionen können nicht reibungslos funktionieren, wenn dein Hormonspiegel im Sinkflug ist. Und vieles, was wir so unter Altersbeschwerden als normal abhaken, womit wir Frauen leben sollen ab einem gewissen Alter, wäre zu lindern, wenn die Hormone substituiert werden würden. Und jetzt mal eine Frage: Wieso ist es in Ordnung und ja, allgemein ein Standard, wenn die Hüfte kaputt ist, das Hüftgelenk zu ersetzen, egal wie alt du bist, die Linsen im Auge zu ersetzen, egal wie alt du bist, aber die Hormone zu substituieren, zu ergänzen, die dir altersbedingt einfach irgendwann fehlen. Da wird gesagt, nein, finden Sie sich mal damit ab. Obwohl Herz-Kreislauf-Erkrankungen drohen, obwohl Osteoporose droht, obwohl weitreichend Folgeerkrankungen drohen. Verstehe ich nicht, akzeptiere ich nicht. Und es kommt ja noch ein Faktor dazu. Es wird immer von der Hormontherapie abgeraten, aber da werden Äpfel mit Birnen verglichen. Es ist ein Unterschied, ob du chemische, klassische Hormontherapie machst oder bioidentische Hormone nimmst. Und es stellt sich mir nicht die Frage, ob sich eine Frau damit abfinden soll, sondern es stellt sich mir die Frage, wie kann eine Frau es schaffen, möglichst gesund zu altern? Und wie gesagt, nur weil viele altersbedingte Beschwerden haben,
heißt das nicht, dass das akzeptabel ist. Es ist normal im Sinne, es haben viele, aber es ist nicht akzeptabel. Also, mein Tipp an dich, lass deine Hormone checken. Achte da bitte bei der Auswertung der Analyse dann auch drauf, sind die Hormone im Blut bestimmt worden oder sind sie im Speichel bestimmt worden? Das ist ein großer Unterschied, das muss anders gelesen werden. Und dann, wenn du Fragen dazu hast, such dir gerne jemanden, der dir dabei helfen kann, weil es ist dein gutes Recht, als Frau gut informiert durch die Wechseljahre zu gehen. Das ist viel zu lange unter den Teppich gekehrt worden. Und dann ist es dein gutes Recht, dass du dich so selber versorgst, dass es dir gut geht und dass du auch präventiv gedacht gesund altern kannst. Dass du die Chance dazu hast. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du dich auch gerne an mich wenden. Und mich würde mal interessieren, kennst du deinen Hormonstatus? Weißt du, wie es um deine Hormone steht? Und bitte lass dich nicht abwiegeln, weil es dann heißt, von Seiten des Frauenarztes oder der Frauenärztin, sie haben ja gar keine Symptome, also da brauchen wir das nicht machen. Du hast ein Recht auf Information. Es ist dein Körper, deine Gesundheit und es ist wichtig, dass wir Frauen auch eigenverantwortlich für uns handeln. Alles Liebe für dich.